Wir kommen heute mal wieder zu einer Stippvisite, um bei Clicker Heroes vorbeizuschauen. Und heute habe ich auch gesehen, dass bei Steam inzwischen Clicker Heroes 2 zumindest einen Eintrag hat und die ersten Infos dort stehen. Auch wenn das genaue Release-Datum noch nicht bekannt ist, aber irgendwo 2018, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soll da wohl dann Clicker Heroes 2 kommen. Mal sehen, ob ich bis dahin Clicker Heroes tatsächlich abschließen kann. Heute Anlass ist natürlich, es geht mal wieder um einen Überwelten-Reset und ich habe zwischenzeitlich Leroy Jenkins gefunden und sterben lassen. Ja, so wie hier. Ihr seht, hier ist mal wieder ein Händler, der mal wieder zu begraben ist, weil 1488 Rubine, erstens habe ich sie aktuell gar nicht mehr, weil ich habe im Moment nur noch 444, weil das letzte habe ich jetzt für irgendwann nochmal für einen automatischen Klicker ausgegeben, weswegen ich inzwischen 14 habe, aber ja, das ist einfach eine Summe Wahnsinn, aber ich hatte noch größere, aber trotzdem, also weg damit. Und was nämlich die Besonderheit bei Leroy Jenkins ist, ich hatte normalerweise, weil wenn die sterben, ist meistens so, dass die alle ganz gut beschäftigt sind und dann heuer ich normalerweise über für 40 Rubine eben den nächsten Söldner an. Und diesmal habe ich es dann so gemacht, dass ich, weil eben so wie jetzt gerade ein paar frei waren und ich dachte, naja, im Moment habe ich nicht mehr so viele Rubine, ich lasse den mal hier über die 8 Stunden mir den nächsten finden. Und ich habe den Leroy Jenkins tatsächlich über diesen Mechanismus bekommen. Vielleicht kann ich natürlich jetzt rein statistisch keine großen Aussagen machen, weil ich habe nur einen bekommen bisher. Aber vielleicht ist Leroy Jenkins wahrscheinlich nur über die Suche zu finden und nicht über die Einkauf von 40 Rubinen. Also falls ihr selber noch nach ihm jagt und das mit über die 40 Rubine macht, vielleicht habt ihr es ja schon mal geschafft, dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ja, das geht auch über die Rubine einkaufen. Oder wenn ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass der Leroy Jenkins nur über diesen Mechanismus zu finden ist, dann ist das vielleicht so, dass man das eben nicht durch Rubine beschleunigen kann. So, und dann hier jetzt nochmal ein paar Heldenseelen. Ansonsten stehe ich eben, wie gesagt, kurz vor der nächsten Überschreitung. Also was heißt kurz? Ich muss eigentlich nur noch einmal resetten und dann geht es von vorne los, also mit dem kompletten Aufstieg. So, wie sieht es jetzt aktuell aus? Was ist die weitere Planung? Also dazu erstmal hier die Erfolge. Also als nächstes natürlich noch die antiken Seelen, das heißt hier bis 200 und 500, das sind die beiden Errungenschaften, die noch ausstehen. Das, was jetzt eben erfüllt ist, Leroy Jenkins habe ich erfolgreich begraben, den armen Kerl. Also er ist eigentlich zweimal gestorben, einmal habe ich wiederbelebt, da war es noch recht günstig. Und dann beim zweiten Mal habe ich ihn dann in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und was jetzt letztlich noch aus meiner Sicht die längsten Achievements sein werden, das eine sind die Begrabe 200 Söldner. Das ist noch relativ einfach, weil kein Problem, irgendwann werde ich sie alle begraben, weil sie einfach zu teuer sind. Aber was viel gravierender ist, noch 500, also jetzt noch 307 Söldner wiederzubeleben. Weil solange die Wiederbelebung weniger als 40 oder knapp über 40 kostet, bin ich noch bereit, das auszugeben. Weil ein neuer Söldner würde mich ja letztlich die gleiche Summe kosten, wenn ich die in Rubinen bezahle. Aber so wie gerade eben mit 1488, das ist absurd, sowas für einen Söldner Wiederbelebung auszugeben. Und da ist jetzt eben das Problem, dass sie frühzeitig sterben, damit sie noch günstig wiederbelebbar sind. Weil ganz am Anfang so mit 10, 12 Rubinen und so weiter, kann ich dann noch ein paar machen. Aber das heißt auch umgekehrt, selbst wenn ich mal von dem optimalen Fall ausgehe, ich muss vielleicht nur 20 Rubine im Schnitt zahlen. Das heißt, ich bin hier bei 300, bin ich bei 6.000 Rubinen. Die muss ich erstmal noch alle einsammeln. Also da muss ich genug Rubis dann anklicken und Rubine drin haben, um überhaupt so viele Rubine zusammen zu bekommen, dass ich hier noch 300 Söldner wiederbeleben kann. Also das wird schon der ziemliche Hammer. Die andere Möglichkeit ist natürlich noch, statt das über Rubine zu machen, es gibt ja ganz, 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 ganz selten, so wie der hier. Ich hoffe, dass ich es nicht verpasse, weil ich glaube, ich habe letztens einen gehabt, der hatte 3 extra Leben und ich habe den begraben, weil ich irgendwie nicht gesehen habe, dass ich diese Dialog unterscheide und dass ich die extra Leben noch hätte aktivieren können. Also ich hoffe, dass die auch mit reinzählen. Dann ist das nochmal so eine ganz kleine Chance, das ein bisschen günstiger hinzubekommen, um die letztlich wieder zu beleben. Ja, und ansonsten ist natürlich klar, dass ich hier noch irgendwie bis 30.000 kommen will.
Aktuell bin ich jetzt eben bei 10.680. Meine kleine Gilde ist leicht gewachsen. Einer hat sich irgendwann zwischendurch wieder verabschiedet. Der letzte war jetzt Parin, der dazugekommen ist, und davor Dalkavan, und ich glaube, der andere dazwischen, der ist schon wieder weg. Und ja, es ist nicht so viel los, weil im Endeffekt auch hier bei den täglichen Raubzügen ist leider nicht so viel zu holen. Also beziehungsweise ich bin der Einzige, der da aktuell kämpfen kann, weil der ganz oben kämpft aktuell nicht mehr mit. Und hier habe ich jetzt bei dem Titan 118, das ist jetzt gerade so auch die Grenze, wo ich momentan nicht weiterkomme, weil ich habe gestern den 117er noch erledigt mit 3 Angriffen, und deswegen reicht das jetzt hier natürlich nicht mehr, weil meine Heldenseelen nicht so schnell gestiegen sind. Was jetzt aber kein Problem ist, wenn ich jetzt sowieso den Überwelten-Reset mache, werde ich wahrscheinlich 1-2 Tage nicht dazu kommen, eben hier zu kämpfen. Wobei, ich glaube, nach dem ersten Reset spätestens ist die Gilde wieder verfügbar. Es sind eher die Mercenaries, die dann ein bisschen länger offline sind, also die dann nicht erreichbar sind. Aber mal schauen, wie schnell das diesmal klappt. So, also am Moment stehe ich ja relativ am Anfang, das heißt, ich bin jetzt hier nicht so weit hochgelevelt, habe aber eben meine 12. Seele schon komplett. So, genau, hier ist jetzt noch Bombermax und Greg, der eigentlich als nächstes kommen sollte. Hier ist die nächste Ruby. So, jetzt habe ich schon 3 Rubine. Naja, wenn ich es ein bisschen aktiver spiele, wird es wahrscheinlich kein Problem sein, die Rubis wieder hochzubekommen. Im Moment lasse ich es halt größtenteils im Hintergrund laufen und schaue dann, wenn ich irgendwann bei den 10.000 ankomme, dass ich dann die Klicker draufsetze und dann nochmal nach einem halben Stunde nachschaue und dann den Reset mache, um eben die Helden wieder einzusammeln. Also aktuell bekomme ich gerade mal 2 hoch 32 Heldenseelen. Das heißt, in der Rechnung würde das ziemlich lange dauern, bis ich hier jetzt noch 5 hoch 33 zusammenbekomme. Auch wenn ich hier über die Mercenaries natürlich schon eine ganze Menge angesammelt habe. Aber das reicht eben nicht. Deswegen mache ich wie gehabt bei 12 Schluss und mache jetzt die Überschreitung. Was ich diesmal ändern werde, werde ich gleich nochmal, wenn ich die hochlevel, nochmal gucken. Also natürlich wird hier nur noch werde ich nur noch einen vergeben, weil 10 Punkte für 2 Level, das ist mir dann zu viel. Da möchte ich eher noch ein bisschen was auf die beiden dann übergeben. Ich habe dann 7 Punkte zur Verfügung. Mal sehen, dass ich 2 jeweils hier verteile. Das sind dann schon noch 4, dann habe ich noch 3 über. Und ich denke, ich werde jetzt tatsächlich anfangen, hier die beiden ein bisschen hoch zu pushen. Das eine ist die maximale überweltliche Urseelenbelohnung. Das heißt, es steigt um 10%. Da muss ich nochmal gucken, ob das wirklich dann wenigstens 10% sind. Das heißt, in dem Fall wäre es von 2,7 auf 2,2 irgendwas in der Dreh. Mal gucken, ob das hinkommt, ob die wirklich so gerechnet werden. Und dann natürlich diese 0,05%. Das ist natürlich hier sehr, sehr wenig. Und soweit ich weiß, war das nämlich nicht 1,82 dann, sondern es hat sich irgendwie anders gerechnet. Also es ist noch weniger gewesen, der Effekt. Aber ich werde auf jeden Fall einen Punkt jeweils vergeben und wahrscheinlich hier dann 2 Punkte von diesen verbleibenden 3. Aber das kommt dann gleich. So, bei denen hier muss ich jetzt nichts speziell machen. Da hat sich nichts geändert an meinem Vorgehensweise. Das bleibt wie gehabt, deswegen werde ich jetzt die anderen Heldenseelen hier auch nicht mehr weiter vergeben. Weil es geht ja jetzt bloß darum, den Reset zu machen und diesmal dran zu denken, weil beim letzten Mal habe ich es leider vergessen, weil es gibt ja inzwischen eben einmal die normalen Aufstiege und man kann dieses Ding hier exportieren, was ich gleich mache, nachdem ich es nochmal resettet habe. Und beim letzten Mal habe ich es leider vergessen, bevor ich dann die Transcension, die Überschreitung gemacht habe, und hier ist zumindest seit Stufe 11 und man sieht, es ist leicht am Fallen. Also klar, von der Zeit her habe ich jetzt dann wieder nicht so komprimiert gemacht, dass ich in der Zeit noch besser bin. Aber ich habe zumindest nur 72 Aufstiege gebraucht. Beziehungsweise jetzt kommt es dann noch unter 73 dazu. Also mal sehen, ob so eine Tendenz, dass das weiterfällt, beibehalten wird. Und natürlich der hohe Anstieg. Das heißt, ich habe tatsächlich wieder deutlich mehr als einen Faktor 100. Also insgesamt habe ich jetzt hoch 31. Und ich komme jetzt anscheinend tatsächlich auf 34, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, also Helden aus Urstiegen 9,4. Das heißt, es ist ganz knapp vor der 1 hoch 34. Also
nicht so viel Gerede, sondern einmal jetzt nochmal den Reset, um letztlich die paar Heldenseelen noch mitzunehmen. Und dann hier die Extension zu exportieren. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich tatsächlich irgendwann mit diesen Zahlen machen werde, aber wenn ich sie habe, habe ich sie. Und Zahlen sind ja geduldig. Gut, die Transcension, die muss ich eigentlich nicht abspeichern, aber ich mache es jetzt trotzdem dann mal für den Zusammenhang einfach, dass da auch die aktuelle Zahl exportiert wird. Und damit jetzt zum überwältigen Reset. Also nochmal und nein, keine Einschmelzung. Ich vergebe einfach nur die neuen. Und wie gesagt, einer auf jeden Fall weiterhin die Kosten für die Antiken, auch wenn diese Änderungen minimal sind. Es ist aus meiner Sicht immer noch signifikant, dass das weiter abnimmt, bis irgendwann das Maximallevel 150. Also das ist schon, das werden sehr, sehr kleine Schritte werden. So, dann hatte ich gesagt, auf jeden Fall zwei sollen sie auf jeden Fall jeweils bekommen, damit das noch weiter gesteigert werden kann, auch wenn da die Änderung ebenfalls klein ist. Und jetzt mal schauen, also diese 0,05%, inwieweit sie sich hier sichtbar überhaupt bemerkbar machen. Oh, es sind doch 0,05. Also es hat doch hier diese Bedeutung, sehr schön. Aber die ziehen auch gleich an. Mal sehen, ob das bei dem jetzt auch der Fall ist. Weil hier, jetzt bin ich bei 5,4, dass die jetzt um 10% zunimmt, müsste so bei 5,9 sein. Mal gucken, ob das tatsächlich so hinkommt. Jawohl. So, und hier mache ich jetzt halt 20% raus. Das heißt, die maximale überwältigende Belohnung ist ein bisschen höher und wird dann hoffentlich aufgrund dieses Bonus ein bisschen früher erreicht. Also mal sehen, wie weit das dann nochmal deutlich wird am Ende, dass da eine Beschleunigung stattfindet, dass ich letztlich schneller zum nächsten Überreset gehen kann. Und ja, das war's dann eigentlich, weil das möchte ich euch jetzt nicht antun, bis ich hier irgendwie auf vernünftige wieder auf vernünftige Zahlen komme, bis das Ganze wieder gut läuft. Das wird eine ganze, ganze Weile dauern. Aber wie gesagt, also hier geht es dann weiter mit den antiken Seelen auf Stufe 500. Und natürlich, ich bin mal gespannt, ob die 500 Söldner, ob das schneller gelingt als Stufe 30.000. Weil bisher kann ich das überhaupt noch nicht einschätzen, wie lange das tatsächlich dauert. Weil, mal gucken, ich kann mir ja hier zumindest noch die... Achso. Ja, die goldenen kann ich mir jetzt natürlich nicht mehr anschauen. Aber daher hatte ich jetzt auch noch keine Neuigkeiten für euch. Weil... Da bin ich noch gespannt, dieser neue Held, der für ein, also Exponent hoch 1001, 1002 irgendwo in der Dreh am Anfang, den Helden habe ich eh noch nicht geschafft, weil ich bin jetzt bei Gold Exponent hoch 88, das müsste ja in den Statistiken eigentlich noch zu sehen sein, wie viel Gold ich insgesamt schon mal gesammelt habe. Mal gucken, genau, also bisher das maximale Gold ist hoch 886 und für den anderen Helden brauche ich irgendwas um 1001 rum aktuell, wo ich die mit den verschiedenen Upgrades durch die Antike und da bin ich dann sehr gespannt, ob dieser Held dann irgendeine Beschleunigung hat, ob er irgendeinen Effekt hat, mit dem es dann schneller möglich ist, diese 10.000, 20.000 zu machen. Wahrscheinlich könnte ich das im Wiki nachlesen, möchte ich aber nicht. Ich möchte selber rausbekommen und sehen, was dann da passiert. Und das wird auch dann die Gelegenheit sein, mit euch nochmal ein neues Video bei Clicker Heroes zu machen. Und hoffentlich werde ich mit dem Spiel so weit fertig, dass ich dann Clicker Heroes 2 laufen lassen kann. Weil im Moment ist es so, ich habe drei aktive Clicker regelmäßig laufen, wovon Clicker Heroes eben noch einer ist. Und viel mehr werde ich nicht machen. Das heißt, einer von den dreien sollte ich dann so weit abschließen können, dass letztlich die letzte Errungenschaft erreicht ist und ich das Spiel friedlich beiseite legen kann, ohne dass ich da noch das Gefühl habe, dass da noch irgendwas offen ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.